Freunde, wir stehen vor dem Sprung ins neue Zeitalter. Also leben wir jetzt in einer Endzeit und dies auch einer Zeit der Trennung. Und diese geht durch Freundschaften, Familien und oft durch unsere eigenen Seelen. Nun, wie siegreich der entfesselte globale Wahnsinn derzeit auch erscheinen mag. Das digitale medizinische KZ wird nicht funktionieren. Es ist zum Scheitern verurteilt. Auch wenn die Elitoten direkt vor unseren Augen unzählige Menschen infiziert haben. Wir neigen oft dazu, das böse System als die Ursache dieses Desasters auszumachen. Aber mal ehrlich, die Ursachenkette sieht anders aus. Und zwar so: Der entgöttlichte Konsummensch oder Konsumensch hat diese selbstmörderische Zivilisation miterschaffen. Und diese Zivilisation hat dieses perfide System hervorgebracht. So und nicht andersrum, auch wenn es darin diverse Rückkopplungen gibt. Dieses genozidale und suizidale System ist uns nicht vom Mond in den Schoß gefallen. Nein, wir haben es kollektiv als Menschheit miterschaffen. Und jetzt erkennen wir den kranken Baum an seinen giftigen Früchten. Wahrlich, der gottlose Konsumensch hat sich freiwillig auf das tierische Niveau herabgesetzt. Und erst dadurch ist seine Umwandlung in einen Zombie-Cyborg möglich geworden. Auf die Entgöttlichung folgt unweigerlich eine Entmenschlichung. Nur die Verlorenen können so leicht verdummt, so primitiv manipuliert und so schnell abgeschafft werden. Freunde, die Traurigkeit über den globalen Selbstverrat der Menschheit, über das Einknicken der gestern noch Standhaften, ist natürlich. Dennoch, lass daraus keine Ohnmacht entstehen. Wisse um die Notwendigkeit und die tiefe Gerechtigkeit der planetaren Reinigung. Wisse auch um die ethische Pflicht, jetzt ein Fels in der Brandung zu sein oder zu werden. Die Zeit beschleunigt sich und die Wirksamkeit aller Gedanken beschleunigt sich ebenso. Wir haben gerade gesehen, wie schnell die üblen Pläne der Elitoten und die Mitläuferschaft der Herde diese neue dystopische Realität erschaffen haben. Umso wichtiger ist es, nur gute, saubere, reife, positive, zukunftstragende Gedanken zu denken. Nur reine, wahrhaftige, erhabene und aufbauende Gefühle zu fühlen. Gerade jetzt sollten wir Zuversicht und Optimismus aufrechterhalten und die Gewissheit, dass nach dem kommenden Sturm der Reinigung ganz bestimmt die neue Sonne über der neuen Erde aufgehen wird. Der Mensch als Schöpferwesen erschafft Gewissheit aus dem Gewissen heraus. Wir sollen das Licht der Zukunft am Ende des Tunnels sehen. Was heißt sehen? Das heißt erschaffen, hineinsehen und dann auch herbeisehen. Das bedeutet, die gute Zukunft gegenwärtig machen, sie in die Gegenwart befördern.
in den Zeittorus magnetisch einziehen. Und diese gute Zukunft soll nicht Luftschlösser oder Wunschkonzerte, sondern schlüssige, funktionierende, plastisch vorstellbare Module enthalten. Sie wird nämlich keinerlei eine Fortsetzung der jetzigen parasitären Zivilisation sein. Sie ist anders. Ganz anders. Mein Freund, meine Freundin, mache den entscheidenden Schritt von der alten Ich-Zentrierung zur neuen Wir-Zentrierung, zum Be-Wir, dem Bewusstsein von Wir und Ich in Resonanz. Und das im historischen, planetaren und kosmischen Format deines ewigen Wesens. Nicht nur auf Familie und Freunde bezogen, denn das kann auch jedes Konsumentschlein. Überschreibe den allgegenwärtigen und so gewohnten Egoismus durch den Altruismus. Wechsle jetzt schon in die nächste Dimension. Mache den großen Ethos zu deiner Heimat. Helfe Gott, helfe der Schöpfung. Dann hast du jetzt schon gewonnen, unabhängig davon, wie die kommende Umwälzung für dich persönlich ausgehen wird. Die wahre Liebe zum Menschen als Ebenbild Gottes hat eine wichtige Konsequenz, und das ist eine ultimative Nicht-Akzeptanz der Entmenschlichung, koste was es wolle. Gott ist absolut real. Gott ist der Urkreator des Lebens. Kein Gott, kein Leben. Aber sag mal, sprichst du denn mit deinem Schöpfer? Wenn nicht, dann ist es die höchste Zeit dafür. Bloß, unser Gebet soll nicht vom Betteln kommen. Unser Gebet kommt vom Geben. Gebet, Gebet, gebt. Wir geben und du gibst. Bekenne dich klar und unmissverständlich zu Gott. Gott Schöpfer ist Mutter und Vater. Es ist dein geliebtes Urwesen, eins und alles. Du bist in seinem Herzen, so wie es in deinem ist. Also sag ihm, wir sind eines Blutes und eines Lichtes. Durch viele, viele Leben bist du erwachsen geworden, also fähig, Großes zu leisten. Gib Gott deine Hand. Deine Hand ist seine Hand. Dein Wort ist sein Wort. Deine Tat ist seine Tat. Hier auf der Erde. Bist du entschlossen, dass in deine Adern, in deinen Körper, der sein Tempel ist, kein teuflisches Gift reinkommt, kein Zeichen des Tieres? Dann sag ihm das. Sage, dass alle Dämonen an dir zerschellen werden. Sag ihm, ich werde für meine gottgegebene Freiheit und die Freiheit der anderen kämpfen. Sage, wenn ich stolpere, gehe ich weiter. Wenn ich umfalle, stehe ich wieder auf. Wenn ich sterbe, dann weiß ich wofür. Sage, ich werde das Leben nie verraten. Ich bewahre deine Schöpfung. Ich beschütze die Menschheit, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit. Ich bin dein Fels in der Brandung. Um die Brandung. Wir werden alle diabolischen Kräfte hier wegschaffen und unserer Mutter Erde bei ihrer Wasser- und Feuerreinigung unbedingt helfen. Wir werden eine völlig neue, lichte und gerechte Welt erschaffen,
mit Freiheit, Treue und Würde. Sage, das gelobe ich dir, mein Gott, mein bester Freund. Hand aufs Herz. So einfach ist das. Lerne Stärke, entwickle Stärke, werde immer stärker durch Gerechtigkeit. Fürchte nichts, Mut tut gut. Werde ein Helfer und Ebenbild Gottes. Werde die Hand Gottes, werde die Tat Gottes auf der Erde. Lach und mach. Die Verwandlung der Welt läuft bereits. Die gute Zukunft kommt direkt nach dem Sturm. Sei jetzt wie die Sonne. Leuchte für die Guten und für die Nicht-Guten. Strahle sie alle durch. Sei die Quelle des Lichts. Liebe den Menschen. Glaube unbeirrbar an seine Göttlichkeit. Und erschaffe sie in dir. Loalea.